Bist du dir sicher, dass wir richtig sind? Naja, also so ziemlich. Das war zumindest die Adresse. Und was suchen wir hier? Einen Toten? Sind Sie die Kommissare? Ich bin Eckhard Hildbrand, der Gemeindepfarrer. Guten Tag, Stamm, mein Kollege Stehler. Hallo. Gott sei Dank sind Sie da. Der Herr Kurz, er ist von uns gegangen. Mein Beileid. Danke. Nein, nein, er ist wahrhaftig nicht mehr da. Einfach weg. Ja, er ist sicher an einem besseren Ort jetzt. Bei allem Respekt, das ist außerhalb unserer Zuständigkeit. Nein, Sie missverstehen mich. Schauen Sie. Der Sarg sollte zur Aufbahrung gerichtet werden. Charlies Mutter wollte ihren Sohn noch einmal sehen, also wurde der Sarg geöffnet und war leer. Jemand hat die Leiche gestohlen? Ja gut, er wird ja wohl kaum selber rausgeklettert sein. Das ist Carla Kurz, die Witwe, und daneben Marco Kurz, der Bruder des Verstorbenen. Oder sagt man besser, des Vermissten? Tja, Herr Pfarrer, würden Sie uns entschuldigen? Selbstverständlich. Danke. Frau Kurz, unser Beileid. Hätten Sie einen kleinen Augenblick? Stamm, mein Kollege Stehler, wir sind von der Kriminalpolizei. Wer macht denn bitte sowas? Alban hat lange genug gegen den Krebs kämpfen müssen. Zuletzt konnte er nicht mehr laufen, ins Bett gefesselt. Darum kann man ihn nicht wenigstens aus seinem Tod in Frieden lassen. Haben Sie eine Ahnung, wer man sowas angetan haben könnte? Ihn aus seinem eigenen Sarg zu entführen? Nein, wirklich nicht. Man hatte keine Feinde. Er war ein Mensch, der noch nicht mal Strafzettel wegen Falschparkens bekommen hätte. Er war ein Heiliger. Das kann Ihnen hier jeder bestätigen. Der ist aber ziemlich eilig. Ja. Sagen Sie mal, Sie entfernen wohl gerne Beweismittel vom Tatort, oder? Beweismittel? Tatort? Also, dass hier eine Leiche verschwunden ist, das haben Sie aber schon mitgekriegt, oder? Stamm von der Kripo, mein Kollege Stehler. Okay, dann starten wir doch mal mit Ihrem Namen. Hans Huber, ich bin der Bestatter hier am Ort. Das heißt, Sie haben auch Charlie Kurz bestattet, oder? Charlie Kurz? Ah. Aber bei so vielen Leichen kommt man schnell mal durcheinander. Ja, das kann ja auch mal passieren. Als ich gestern Abend den Leichnam zurechtgemacht habe, habe ich die Halle abgeschlossen, bin nach Hause gegangen. Alles ganz normal. So normal kann es ja nicht gewesen sein. Immerhin fehlt der Mann jetzt. Ja. Ach, Charlie Kurz, ja, der fehlt. Sagen Sie mal, haben Sie was getrunken? Wieso? Ich kann Ihre Fahne bis hierher riechen. Also, das verbitte ich mir. Also, ich kann mich an einen Fall erinnern. Da hat ein getrunkener Bestatter einen Verstorbenen einfach eingeäschert. Aus Versehen. Und um die Sache dann zu vertuschen, hat er einen leeren Sarg begraben. Ich mache keine Fehler. Haben Sie Herrn Kurz auch im Suff eingeäschert? Nein! Können wir den Deckel mal runterheben? Ich darf meinen Rücken. Anordnung des Arztes. Komm, Philipp, meinem Rücken geht's wunderbar. Sie sind sich sicher, dass das der Sarg von Charlie Kurz ist? Ja, natürlich. Das Kissen, der Bezug, das passt nicht. Vorsicht. Na Philipp, was machst du denn da? Oh, warte mal ab. Komm da sofort wieder raus, da kommst du noch früh genug rein. So. So sieht ein Sarg aus, wenn da jemand drin gelegen hätte. Das Kissen wäre eingedrückt und der Bezug zerknittert. So, Philipp, so einen Riesenunterschied sehe ich da jetzt aber auch nicht. Warte.
Ja, das ist nicht der Sarg von Charlie Kurz. Und als ich ihn heute Morgen final zurechtmachen wollte, war der Sarg und die Leiche verschwunden. Und das haben Sie nicht gemeldet? Es war eine geschlossene Aufbahrung geplant. Aber weil Hildegard, Charlies Mutter, ihn noch einmal sehen wollte, haben sie den Deckel geöffnet. Sonst wäre das nie aufgefallen. Das war Ihr Plan? Nein, ja. Aber mit dem Verschwinden habe ich nichts zu tun, das schwöre ich. Und, glaubst du ihm? Auf gar keinen Fall, Dani. Ich habe Alkoholiker gesehen, die waren nüchterner als der. Er hat also die Leiche aus Versehen eingeäschert und versucht jetzt, seinen Fehler zu vertuschen. 100%. Oh, Philipp, ich weiß nicht. Was, wenn er doch die Wahrheit sagt und wenn die Leiche tatsächlich gestohlen wurde? Das sind mir zu viele Wenns, Dani. Ja, und wenn Charlie tatsächlich noch lebt? Dani, ernsthaft? Das war schon wieder ein Wenn. Und außerdem sind wir hier nicht im Zombie-Film. Ja, aber ernsthaft, Philipp. Es gab doch so Fälle, wo fälschlicherweise der Tod festgestellt wurde und die Leute sind dann im Leichenschauhaus wieder aufgewacht. Okay, jetzt wird's spooky. Pass auf, wir befragen morgen den Arzt, der den Totenschein ausgestellt hat, ja? Aber jetzt will ich hier weg. Oh. Morgen, Philipp. Nein! Nein! Oh. Morgen, Jungs. Morgen, Dani. Morgen. Was ist denn hier los? Philipp Stehler. Was ist hier los? Der Junge telefoniert schon den ganzen Morgen. Und? Nicht Stehler. 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 Genau, von der Polizei. Komm, wir gucken mal, ob wir ihn irgendwie unterstützen können. Freund, ich muss jetzt. Meine Kollegen sind da. Norwegen? Nicht Norwegen. Kollegen. Ja, alles klar. Mach ich. Tschüss. Alles Gute. Oh. Und jetzt ganz tief durchatmen und um. Oh, ich habe gerade ewig, wirklich ewig mit Frau Hörth telefoniert. Na, da ist aber der Name nicht Programm, oder? Ja, wirklich nicht. Sie ist irgendwie so um die 90. Ich kenne jetzt alle Namen ihrer Kinder und die Namen ihrer Enkelkinder. Wirklich alle. Seit gestern geht ihr Hörgerät nicht mehr. Junge, ich hab dir doch gesagt, du sollst hier arbeiten und nicht mit älteren Damen flirten. Also, Frau Hörth ist die Sekretärin von dem Dorfarzt. Da habe ich angerufen, weil ich Auskunft über einen Totenschein von Charlie Kurz haben wollte. Aber der Doc ist irgendwie wie ein Phantom, der ist nicht zu erreichen. Anscheinend ist er im Urlaub an der Nordsee, aber keiner weiß genau wo und sein Handy ist auch aus. Ich habe Frau Hörth gebeten, wenn es was Neues gibt, melden Sie sich. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, warum sagst du das nicht gleich? Der Arzt heißt übrigens auch Huber, wie der Bestatter. Offenbar der Bruder, wenn ich Frau Hörth richtig verstanden habe. Ihr sucht doch euren Toten, oder? Kommt mal rüber, das glaubt ihr nicht. Oh, Frau Hörth, Frau Hörth, Frau Hörth. Was ist los? Das hier ist der persönliche Blog von eurem verschwundenen Toten. Charlie Kurz, Veranlageberater, schreibt normalerweise über irgendwelchen Börsenkram. Aber jetzt kommt's. Der letzte Eintrag stammt von heute Morgen um 9.04 Uhr. Kommentar, keine Lust auf Tod, noch so viel vor. Ich wusste es, der lebt. Das kann ja auch ein altes Foto sein. Nee, ist es aber nicht. Die Zeitung hier. Hier, die Zeitung ist von heute. Nee. Die heutige Tagesausgabe. Ich hab's dir doch gesagt, Charlie lebt. Ja, Moment mal, was macht denn das für einen Sinn? Jemand kehrt von den Toten zurück, um dann unterzutauchen? Ja, vielleicht hat er keinen Bock mehr auf seine Alte. Oder keinen Bock mehr auf sein altes Leben. Oder er steckt mehr dahinter, als wir ahnen. Wir müssen noch mal mit seiner Frau sprechen. Ach, die wird sie freuen. Frau Kurz, hallo. 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 Stören wir? Nein, schon in Ordnung. Mein Schwager und ich räumen nur gerade ein paar Sachen von Charlie in die Garage. Deswegen sind wir hier, also wegen Ihrem Mann. Haben Sie ihn gefunden? Naja, ja und nein. Das Bild ist von heute. Das ist ein Scherz, oder? Finden Sie das lustig? Nein, das finden wir nicht lustig. Wir können es uns doch selber nicht erklären. Mein Mann ist vor meinen Augen friedlich eingeschlafen. Der Arzt hat seinen Tod bestätigt. Ja.
Hier, der Totenschein. Mein Mann ist doch kein Zombie. Frau Kurz, könnte es einen Grund geben, aus dem Ihr Mann seinen Tod vortäuscht und untertaucht? Nein. Wir sind seit über 20 Jahren glücklich verheiratet, falls Sie das meinen. Und trotzdem scheint es so, als würde er irgendwo quicklebendig rumspazieren. Naja, ich kann mir das doch auch nicht erklären. Das kann nicht sein. Charlie hat sich sein Leben lang nicht für solche Sachen interessiert. Er hatte nicht mal Hobbys. Er hat immer nur gearbeitet. Vielleicht ist das nächste Bild ja an der Börse. Oder auch nicht. Heißt das, Sie stellen die Ermittlungen jetzt ein? Nein, vorerst nicht. Vor allem müssen wir jetzt auch noch mal diesen Arzt befragen, der den Totenschein ausgestellt hat.